Traunstein, Häuser dicht an dicht. In der alten Ortskirche finden wir Altäre, Kanzel und Taufstein. All diese sakralen Gegenstände sind aus Sandstein. So können sie einen Brand gut überstehen. Auch ein Zeichen, was wirklich wichtig ist, braucht Bestand. Paulus schreibt: Die Finsternis vergeht, das wahre Licht scheint schon. Die Erkenntnisse, alltäglichen Weisheiten und Lebensregeln der Welt tragen oft den Geist der Finsternis. Diese Finsternis braucht Licht, aber nicht nur Licht, sondern das wahre Licht. Nimm und lies das Leben Jesu. Es ist voller Kraft, Stärke und Erkenntnis. Es geht ja nicht um Religion, sondern um eine Beziehung. Eine Beziehung zu Jesus, seinem Leben, seiner Weisheit, seiner Vollmacht, seiner Ruhe. Mit ihm entdeckst du einen neuen Raum, eine andere Wirklichkeit. Hier entkommst du den Ängsten, findest Klarheit und Bestand. Er ist ein fester Grund, auch wenn du selbst mal dein Gleichgewicht verlieren solltest. In ihm, dem wahren Licht, wirst du nicht in der Finsternis verloren gehen. So hat dein Leben Bestand, denn dein Leben ist für die Ewigkeit geschaffen. Der Sandstein in dieser Kirche ist lediglich ein zarter Hinweis.